in diesem Video. Versteckt sich der Kaiman? Ist irgendwie alles weiß? Stehen viele farbige Häuser rum und laufe ich Treppenstufen. Schönen guten Morgen. Die Sonne scheint in den Van. Wie sieht die Temperaturverteilung aus? Temperatur im Cockpit 0,88 Grad. Im Wohnbereich 12,5. Die Heizung war auf 12. Draußen minus 4,2. Es ist 8 Uhr. Wir haben Zeitumstellung. Eigentlich wäre es also 9 Uhr nach Sommerzeit. Draußen leichtes Schneegegriesel und die Sonne hat sich schon über den Horizont geschoben und beleuchtet hier uns und die Landschaft in einem rot-orange. Geiles Wetter. Darauf lässt sich aufbauen. Treten wir mal kurz vor die Tür und schauen uns die Lage an. Kaiman hat eine ganz leichte Schneeschicht vorne drauf. Jo, und da ist immer noch die Sonne, die jetzt leider so hoch steigt, dass sie gleich wieder hinter den Wolken verschwindet. Kopf, bleibt doch unten. Muss nicht so hoch. Noch wird hier aber alles durch den leichten Schneefall etwas farbig angestrahlt. Und zwar nicht nur wir, sondern auch da hinten die Küste. Und alles bei ein bisschen Neuschnee. Oh, fantastisch. Der Wind ist für hiesige Verhältnisse praktisch nicht da und Wellengang gibt's auch nicht. Was für ein grandioser Sonntagmorgen. Und ich glaube um 8 Uhr war ich schon lange nicht mehr vor der Tür. Aber wenn schon mal die Sonne scheint, dann muss man auch mal schnell sein. Neuschnee gab es übrigens vielleicht 2 Zentimeter, wenn überhaupt. Aber jede Flocke zählt, denn sie bleiben liegen bei der Kälte. Jo, geiler Morgen und kalte Finger. Denn Kamera und Handschuhe ist einfach eine Scheißmischung. Wieder drinnen aufwärmen, schnelles Three Bears Pocket Porridge Frühstück. Und dann hauen wir ab. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen, oder? Gucken wir, dass wir wieder vor an die Straße kommen. Über diesen leicht verschneiten Weg. Der geht auch ein wenig bergauf, wie ihr jetzt seht. Das hat man gestern Abend gar nicht so genau erkannt. Und dann rechts. Die Straße war gestern auch noch nicht verschneit. Ah, gab doch 1-2 Zentimeter über Nacht. Aber besser Schnee als dieses Glatteis von gestern. Da sind wir also. Wir blicken auf Wardul runter mit so einem kleinen Flughafen. Dann im Hintergrund die Insel. Wir haben es geschafft. War eine entspannte Fahrt auf verschneiter Strecke. Wir müssen jetzt erstmal kurz nach Wardul einkaufen, ein paar Dinge besorgen und dann fahren wir nachher hier links nach Hamningberg. Die Straße scheint frei zu sein, laut den Recherchen von Co-Pilot und Friedrich. Jetzt geht es aber erstmal in den Unterseetunnel, der die Insel mit dem Festland verbindet. 88 Meter unter Null, knappe 3 Kilometer lang, schneefrei. Auf der anderen Seite wirkt uns der Tunnel wieder hoch. Es ist eine ordentliche Steigung, die wir hier hochtuckern. Und dann sind wir praktisch schon Mitte drin in Wardul. Geradeaus die Kirche. Schwimmbad haben sie hier, Hallenbad. Steht auch gerade geradeaus, relativ neu noch.
Wir waren hier vor 2 Jahren schon mal, da habe ich das alles genauer gefilmt. Könnt euch das angucken. Wir gehen hier jetzt wirklich nur einkaufen. Ja, haha, einfach nur einkaufen fahren. Nix da. Mir fällt nämlich nur ein, hier gibt es eine V&E-Station am Hafen. Und genau die fahren wir noch an. Müssen wir noch ein Stückchen bergab. Da heißt es langsam machen, denn das ist ganz schön glatt. Und wer hier zu schnell ist und unten nicht bremsen kann, da macht es dann Platsch und du liegst im Hafen. Das sollte man besser vermeiden. Und ohne Wind fühlen sich die minus 3 Grad gar nicht so kalt an. Da drüben übrigens der Stellplatz von Wadö. Da haben wir auch mal, ich glaube, 2 Nächte gepennt. Ansonsten, ja, Fischereihafen, Fisch, Möwen. Hier der Blick nochmal Richtung Downtown. Wieder linksseitig das Hallenbad. Ein sehr beschaulicher, ruhiger Ort. Scheiße, und heute ist ja Sonntag. Der Laden hat vermutlich gar nicht auf. Oh, verdammt! Wieso hat Flausche das nicht gesagt? So, jetzt sind wir aber ganz schön arg schisse. Ja, scheiße. Der macht erst Montag um 7 Uhr wieder auf. Ich flipp aus. Oh, jetzt sind wir hier und ich wollte noch Milch kaufen. Ich wollte noch Wasser holen. Oh, fuck. Flauschi! Naja, Leben geht weiter. Wir gucken jetzt mal, ob wir rein können. Dafür müssen wir hier einen QR-Code scannen. Habe ich gemacht. Die Antwort mit dem Code. Ja, ist nicht schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wichtig ist Stern. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stern. Los geht's. Wetter wird nicht besser. Beginnt leicht zu schneien. Und wenn wir reingehen, kommen wir hier in ein sauberes WC. Beheizt. Fehlt nur noch die Dusche. Super. Dankeschön, Wado, für die tolle Entsorgung. Jo, und unser Eins baut jetzt das Klo wieder zusammen, also Container rein. Und dann hauen wir ab. Oder fahren noch mal eine kleine Runde hier durch Wado. Ach, ich weiß auch noch nicht. Es schneit. Ist das geil. Wir können mal festhalten, das ist unser erster richtiger Schneefall heute. Cool. Wado mag uns. Und jetzt hauen wir ab. Und tanken sparen wir uns. Das könnte man hier auch noch. Fahren hier wieder den Berg hoch und ab. Also, kleine Rundfahrt durchs Dorf für euch. Hier das orangene Polizei. Hier links der fette Volvo, der normal eine Schaufel dran hat und hier den Schnee bewegt. Er ist nicht der einzige, da unten steht noch was. Schön weihnachtlich geschmückte Holzhäuser gibt's auch. Das ganze Dorf ist teils etwas verfallen, aber viele Gebäude tragen Malereien. Fährt man ans Ende des Dorfs, geht's nicht weiter. Denn da ist Ende. Da stehen noch 2 lustige Gesellen, die auf die gegenüberliegende Insel gucken. Die 2 standen hier letztes Mal noch nicht, als ich da war. Oder sie waren im Schnee vergraben, denn damals lag bedeutend mehr. Der eine hat auf jeden Fall eine ordentliche Sturmfrisur und der andere hat einen Puffin auf dem Kopf. Ich fass es nicht. Haha, ist ja geil. Jo, da stehen die 2 und gucken weg vom Dorf auf die nächste Insel. Da steht noch ein Leuchtturm. Da freut sich mein Puffin auf jeden Fall gleich mal, dass er hier einen Gleichgesinnten auf dem Kopf stehen sieht. Dann mal weiter bei der kleinen Stadtführung. Zurück ins Dorf. Es geht auch gerne mal etwas bergauf. Wobei wir hier jetzt gerade durchs Wohngebiet cruisen. Farbige Häuser, alles aus Holz. Alles, vieles ein bisschen in die Jahre gekommen. Je höher man dann allerdings kommt, desto neuer die Gebäude. Hier wohnen die, die viele Rentiere haben und Kohle. Jo, und oben auf dem Berg der Rema 1000 mit Schnapsladen. Und eine Radarstation. Und leider ist hier zu, das ist mal echt doof. Naja, ganz zu ist eigentlich nicht. Da wird gerade die Schiebetür repariert und die ist offen. Der lokale Kickplatz, momentan eher nicht bespielbar. Und auf der anderen Seite der Insel geht es wieder bergab durch ein älter wirkendes Wohngebiet. Über die ganze Insel, über das ganze Dorf sind hier diese Zeichnungsmalereien verteilt. So auch hier rechts einer. Und dann sind wir wieder beim Hallebad angelangt. Das hat heute scheinbar auch zu. Kino gibt es da in dem Gebäude auch. Die große Kirche ist auch unübersehbar. Und wir fahren jetzt mal kurz auf die andere Seite der Insel. Hier gibt es noch eine weitere Tankstelle. Ob die auch Milch haben? Glaub nicht. Jo, hier war ich letztes Mal auch nicht. Wohngebiet. Dann mal weiter, würde ich sagen, oder? Zurück durchs Wohngebiet zum nächsten Sightseeing-Spot.
Rundgang per Auto ist angenehmer als zu Fuß und geht schneller. Eine Sache versuchen wir jetzt nochmal. Da war ich nämlich letztes Mal auch nicht. Wir gucken nämlich mal, ob wir bis zum Leuchtturm vorstoßen können. Das sind noch 3 Kilometer bis eben Leuchtturm. Da steht auf jeden Fall schon mal ein No-Camping-Schild. Wir wollen da auch nicht campen, wir wollen da nur kurz hinfahren. Und während wir hier langfahren, kommen wir noch an einer interessanten Skulptur vorbei, die da links steht. Das ist schon mal schräg. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir es uns doch mal kurz an. Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich dabei wohl um ein Kunstwerk, das irgendwie ein Boot ist, aber auch ein Drache oder so. Die Skulptur soll eine Hymne und ein Mahnmal an die Arktis, die Natur und die Menschen sein. Und da es einen Weg hingibt, laufen wir mal hin. Dafür, dass das hier schon seit 2016 steht, sieht es noch recht ordentlich aus. Und über ein paar flache Stufen kommen wir dem Gebilde auch noch etwas näher. Vorne Schiff und hinten Drache. Und das Ganze ist ein begehbares Kunstwerk. Ich kann hier in den Drachenbauch reinlaufen sozusagen. Ich hoffe, er verdaut mich nicht sofort. Seit 2016 steht das Ding hier. Sieht noch gut in Schuss aus. Die Schrauben rosten ein wenig, aber ansonsten macht das Ding noch einen guten Eindruck. Ich glaube, das steht noch einen Moment. Ein sehr interessantes Gebilde, das hier auch irgendwie schön in die Landschaft reinpasst. Und selbst der Kaiman steht jetzt irgendwie im Bauch des Drachens. Das Kunstwerk ist sogar begehbar. Man kann hier reinlaufen, Kopf einziehen und sich hier noch eintragen. Gucken wir mal, was drin ist. Nö, leer. Super. Jo, dann bleibt wohl dieses Video der einzige Beweis, dass wir hier sind. Mir scheint, das Wetter wird besser. Wir ziehen mal weiter. Die Strecke jetzt eine festgefrorene Schotterpiste. Und nochmal zur Erinnerung, nein, hier darf man nirgendwo campen. Gegen Ende wird die Strecke recht schmal und auch kurz mal ansteigend. Da sind wir wieder sehr froh, haben wir Allradantrieb dabei. Das macht das Ganze recht entspannt. Und dann sind wir auch bald da, glaube ich. Oder so. Irgendwie noch nicht. Die meisten Menschen laufen hier übrigens nach hinten. Aber es gab kein Fahrverbot. Also wir fahren hier noch legal irgendwie. Ist aber schon recht bumpy. Und immer mal wieder eine kleine Steigung. Im Hochwinter kommt man hier nicht mehr hin. Und ich hoffe, wir können am Ende drehen. Hier ist jetzt auch leicht verweht, die Strecke. Wir kommen hier gut voran und sind dann da. Da ist der Leuchtturm. Jetzt sind wir echt bis zum Ende gefahren. Das ist schon der Knüller. Ich glaube, wir sind auch der Erste, der hier mit dem Auto hinfährt diesen Winter. Ich sehe keine weiteren Spuren. Und wir können drehen. Wunderbar. Ohne Allrad wäre ich die Strecke, glaube ich, nicht gefahren. Mit ging's gut. Und jetzt stehen wir hier am letzten Zipfel von Wadel. Nagelneue Sitzgarnitur und Mülleimer. Das Leuchtfeuer. Nicht wirklich beeindruckend hoch, das Leuchtfeuer. Aber steht ja auch schon auf der Klippe. Hinter uns links die Radarstation. Oh, der Kaiman sieht hier in der Umgebung echt geil aus. Und ein Stückchen blauer Himmel über uns. Geradeaus noch ein Steinhaufen. Und dann die Barentssee. Da drüben auf dem anderen Teil wieder Festland, da fahren wir nachher weiter. Und hierhin sind wir auch gekommen, nicht nur wegen Allrad, sondern auch wegen der Höherlegung von The Green Monkey. Die macht auch hier einen super Job mit dem Cycle-Fahrwerk. Das schluckt Bodenwellen top weg, Schlaglöcher werden überflogen in Anführungszeichen. Also wirklich sehr schön, sehr angenehm. Wadel ist ja echt eine kleine Insel. Aber sie hat einiges zu bieten und wir fahren mal weiter. 2 Stops haben wir noch, dann sind wir durch, seid ihr erlöst. Was ist denn das da oben auf dem Hügel, das Gebäude? Ich glaube, da müssen wir auch noch kurz hin. Und da sind wir gekommen, jetzt fahren wir mal nach links. Hier gibt es auch noch weiterführende Fahrzeugspuren. Ist nicht ganz so krass zu fahren wie die Strecke gerade eben. Scharfe Kurve. Kommen wir aber rum. Und was kommt dann? Ein paar Meter geht's noch. Und dann ist Schluss. Das ist ja schräg hier. Da oben auf dem Hügel, das ist glaube ich ein alter Bunker. Hier steht der Kaiman. Und hier ganz neue Hütte. Rostige Schraube.
Und dann Bretter. Ganz viele Bretter. Und ansonsten kann man rausgucken. Das Ganze ist noch ziemlich Baustelle. Auf der anderen Seite hat sich die Scheibe verabschiedet. Da sieht es schon ein bisschen aufgeräumter aus. Schauen wir mal zu diesem Gebäude, wo wir da reinkommen. Von hier hat man übrigens auch nochmal einen tollen Blick aufs Dorf da hinten. Mit ihren riesen Radarstationen, die über allem thronen. Ich mag Wardö irgendwie. Fühle mich hier wohl. Hier ist leider zu. Den Schlüssel kann man sich per Telefonnummer organisieren. Und Veranstaltungsraum oder sowas. Jo, wenn man mal reinguckt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Stuhlkreis. Werden hier geheime Rituale abgehalten oder was treiben sie da? Kein Plan. Auf was ich hier noch stoße, sind gegrabene Fragezeichen Gänge. Ist das noch aus dem Krieg hier? Wehrgänge, Renngänge, Versorgungsgänge, Whatever-Gänge. Und der Gang führt hier in dem Gebäude entlang, immer weiter. Ist hier dann schon zerfallen. Oh, muss ich echt aufpassen, dass es mir nicht auf die Schnauze legt. Es ist sauglatt. Und hier stand dann wohl noch ein altes Flakgeschütz aus dem Krieg. Und was ein Blick, was ein Licht. Ich sag's euch, Oktober ist ein geiler Reisemonat. Den Kaiman auf engem Raum gedreht. Und jetzt fahren wir wieder zurück, Zivilisation. Und da guckt gerade so ein bisschen die Sonne durch ein Loch in den Wolken. Ist das ein cooles Wetter heute. Wow. Da hinten in dem Freilauffeld war ganz schön was los. Ordentlich viele Fußgänger, die heute noch vor der Tür sind. Und jetzt sind wir wieder da, wo alle wohnen und die Radarstationen zu sehen sind. Und wenn man hier rechts fährt, ach, darf man nicht. Huch. Müssen wir von der anderen Seite hin. Also nochmal, wenn man hier rechts fährt, dann kommt man zum Fort von Wardö. Die Geschichte habe ich in meinem letzten Video sehr detailliert dargestellt und erzählt. Müsst ihr mal gucken auf dem Kanal. Und so sieht das Ganze bei etwas weniger Schnee aus als damals. Lohnt sich auf jeden Fall, hier mal, wenn ihr da seid, einen näheren Blick drauf zu werfen. Ja, hier stehen ein paar alte und defekte Autos rum. Und jetzt geht's noch mal ganz kurz zum Hexen-Memorial. Da kommen wir auch hier links am Friedhof an und lassen mal das Auto hier stehen und laufen die letzte Meile. Jo, und hier der angesprochene Friedhof. Ganz schön groß für so eine kleine Insel. Da sind wir, 135 Meter lang ist das Gedenkgebäude. Errichtet für, ich glaube, 91 Hexen, die hier verbrannt wurden auf dem Scheiterhaufen. Nur weil sie besondere Begabungen hatten oder andere Ansichten. Ja, so war das damals im dunklen Mittelalter. Werfen wir mal einen Blick rein. Da sind wir drin in dem Gang. Hier hängen die Namen und die Vergehen an den Wänden der Personen, die hier verbrannt wurden. Es gibt auch Handouts in verschiedenen Sprachen, die man sich nehmen kann, um dann genau zu sehen, wer was und warum gemacht hat und verbrannt wurde. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Mahnmale, was ich bisher gesehen habe in diese Richtung. Besuch lohnt sich definitiv. Hier kann man mal in sich gehen und ein bisschen nachdenken. Da sind wir am Ende angelangt und dürfen hoffentlich wieder raus. Kräftig drücken, dann geht die Tür auf und wir stehen wieder an der frischen Luft. Und da gehen wir auch noch kurz rein. Und für alle, die damals noch nicht mitgereist sind, als wir hier waren, das müsst ihr euch angucken. Das Ganze ist übrigens eine Installation eines Schweizer Künstlers, der das wirklich super schön gemacht hat. Und hier steht der Hexenstuhl. An der Decke hängen Spiegel, die das Feuer reflektieren und verteilen und das Ganze noch ein bisschen gruseliger erscheinen lassen. Aber toll gemacht. Und damit endet unser Rundgang durch Wardö an einem sehr heißen und sehr traurigen Ort. Und wir machen uns auf den Weg wieder aufs Festland. Es ist 13 Uhr und gefühlt wird es hier schon wieder dämmerig. Und das Feuer brennt hier übrigens
365 Tage im Jahr. Möglicherweise kommt euch der heutige Tag etwas schnell vor. Das liegt daran, dass er auch schnell läuft. Warum? Weil hier das Tageslicht immer kürzer wird und ich einfach gerade hier bin und so viel Licht nutzen möchte wie möglich, um euch hier alles ein bisschen zu zeigen und einen Eindruck zu geben. So dass ihr dann am Ende entscheiden könnt, ob ihr hier auch mal hin wollt oder eher nicht. Und zum Glück liegt noch nicht so viel Schnee, denn hier wird nicht geräumt. Im Hochwinter stopft man hier durch sehr tiefen Schnee zu den Gebäuden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich und froh ich bin, dass ich nochmal hier bin. So schöne Erinnerungen an meinen ersten Trip. Sonnenschöne Ecke Norwegens, ruhig, kein Camper, kein anderer Tourist hier, nur wir. Und das, Leute, habe ich dem Kaiman zu verdanken. Ich glaube nicht, dass ich mit Zottel nochmal hier den ganzen Weg hochgemacht hätte. Aber den Kaiman hier nochmal zu testen in Kälte und Eis und Schnee war natürlich nochmal ein geiler Anreiz, den weiten Weg und die Zeit zu investieren hierhin. Und es hat sich gelohnt bisher, absolut. Also los, verlassen wir die Insel wieder. Drehen hier. Ja, fahren lieber nicht über den Friedhof, ich glaube, es käme nicht so gut. Aber fahren so, wie wir gekommen sind. Und wie es hier genau weitergeht, das erlebt ihr dann im nächsten Video. Wir haben nämlich noch einige Kilometer der Küste entlang vor uns und hoffen, dass wir die auch wirklich fahren können. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Shining through, all I see is you.